Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness. Darkness, jetzt habe ich es doch gesagt. Dark Romance. Der Fluch vom Blaubart. So, ich musste ein bisschen nachspielen, weil mir ein Fehler unterlaufen ist. Und ja, leider speichern Wimmelbildspiele immer nur da, wo du zuletzt warst. Und ja, ist Pech. Es gibt keine weiteren Spielstände. Zumindest weiß ich nichts davon. So, wir müssen dieses Rätsel hier irgendwie lösen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Und zwar, wir brauchen ihn hier unten, weil, also das Zeichen hier, das Zeichen gibt es hier und hier. Das heißt, er muss in diese Ecke. Das wäre schon mal korrekt, das Zeichen. Ist hier definitiv falsch. Ja, nein. Ich sagte ja, es ist definitiv falsch. Es ist eine harte Nuss, muss ich wirklich sagen. Also finde ich zumindest. Wo ist es denn jetzt da? Ja, komm mal da wieder raus. Du machst da einfach keinen Sinn. Es ist einfach so. So. Okay, das hätten wir schon mal hier. Jetzt brauchen wir ihn hier oben. Genau. Bringt uns aber alles nix, weil das brauchen wir da, das brauchen wir hier. So. Oh. Danke. Okay. Säure, Stab. Ach so, ja, und ich habe eine Schublade geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Part gemacht haben. Mit dem Schlüssel, mit diesem grünen Knauf. Und da war das hier drin. Ich glaube, das hatte ich jetzt vorweggenommen. Ja, ist jetzt leider so. Ich spiele das jetzt nicht nochmal nach. Und ja, gut. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Da fehlt ja keine Story oder sowas. Ach, und das hier hatten wir auch schon, ne? Genau. Ja, genau. Hier fehlten zwei Juwelen. Säure, weiß ich gerade nicht. Kannst du die hier gebrauchen? Nee, anscheinend nicht. Hier ist ein Stab. Kann ich auch nicht hierfür gebrauchen. Was hatten wir denn sonst noch? Das geht auch nicht. Hatten wir das überhaupt schon auf im letzten? Ich weiß, dass wir den Hammer versucht hatten und das wollte sie nicht, ne? Genau. Passt das nicht hier rein? Wie, du hattest schon bessere Ideen? Das sieht doch genauso aus. Okay, will sie nicht. Dann hast du Pech gehabt. Ist so. So, was hatten wir denn sonst noch hier? Genau von dieser Schublade hier spreche ich. Aha. Das ist aber dunkel hier. Wie ändere ich das? Gar nicht. Rachel, my love. I feel like it's been ages since I last saw you. I'm so relieved you're unharmed. I found the dungeon door, but I can't get it unlocked. The door has been enchanted. Can you find the key? It must be somewhere in his castle. Bring it to me, and I will get you out of here for good.
Ah, was bin ich froh, ihn zu sehen. Halte durch, Liebster. Bald ist alles vorbei. Ja, auf jeden. Ja. Der gute Mann hätte gerne, dass ich einen Schlüssel finde. Ah, hier. Saugnapf. Einst träumte ich davon, dass meine Kinder in diesem Garten spielen würden, aber durch Blaubarts Fluch wurde mein Sohn zu einem Monster, Olivia. Ja, okay. Guck mal, der Grabstein passt da rein. Warum geht denn das hier nicht mit dem Grabstein oder passt er da nicht rein? Ich frage mich, wann er gestorben ist. Ja, das frage ich mich auch. Ich darf es einfach nicht erfahren. Es ist furchtbar. Okay, was haben wir hier noch? Da haben wir noch etwas. Was ist denn hier? Ganz vorsichtig runterschubsen. Oh. Ah ja, da haben wir einen Teil davon und da fehlt aber immer noch was. Gut, dann schaue ich mal eben, ob die Karte mir weiterhilft. Irgendwie nicht, nein. Ach doch, da oben. Was wir hier noch hatten. Federn. Strickleiter. Das hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ja, was soll ich denn machen? Hierfür brauchten wir etwas anderes. Federn will er nicht. Aha. Gut, da haben wir aber nur einen von. Ist das alles, was wir hier machen konnten? Nein, ist es nicht. Weiß ich nicht. Kannst du den nicht mit dem Hammer aufbrechen? Tatsächlich kann sie. Okay, sehr gut. Ja, dann stehen wir schon direkt vorm nächsten Rätsel. Also, was sollen wir hier machen? Bewege die grünen Kacheln nach links und die roten nach rechts. Du kannst Kacheln nur auf eine leere Stelle daneben schieben. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Das geht schon mal nicht. Ach, okay, so geht's auch. Ich hab mich schon gewundert. Wie soll ich das denn bitte machen? Dann schieb den erstmal hoch. Oh, die Ecken, die werden spannend. Nein. Schade, dass er den nicht überspringen kann. Das ist wirklich doof. Ne, warte mal, hier sollen ja die Grünen rein. Kriege ich die aus den Ecken dann raus?
Alles klar. Okay, wenn das auch geht, dann ist ja gut. Das ist ja gar nicht so ein Problem, wie ich dachte. Mal die Ecken hier ausfüllen. Das wäre, glaube ich, schon mal sehr hilfreich. Und gleich klingelt das Telefon. Moment. So, wieder zurück. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Jetzt hat mich das Telefon so abgelenkt. Was sind denn das für Geräusche hinter mir? Ist aber nicht schön. Ach, der kann nicht rüberspringen. Ja, okay, warte. Dann anders. So, da haben wir schon mal ausgefüllt. Dann kommt der hier rüber. Tja, so easygoing ist das gar nicht. Toll, jetzt hänge ich hier zwischen diesen. Der musste aus der Ecke raus. So. Sehr schön. Hier haben wir einen Leiterhaken. Okay. Das sind aber auch alles Gegenstände. Wir können hier immer noch was machen. Ja, dann wahrscheinlich die Stelle. Etwas anderes habe ich nicht mehr. Aber was? Echt jetzt? Mit dem Hammer wollte das nicht? Da haben wir Klebstoff. So. Mit Klebstoff machen wir was? Ach, deswegen ging das nicht. Das war schon richtig. Okay, das musste festgeklebt werden. Alles klar.
Und dann können wir das jetzt hier auch erstmal einsetzen. Ja, vielen Dank. Da fällt direkt alles auseinander. Was haben wir denn hier? Ein Band, ein Rasiermesser, eine Strickleiter. Ich benötige ein paar Haken. Haben wir hier. Gut, nun fehlt uns aber noch das zweite Teil. Bestimmt ist dort oben etwas Nützliches, aber wie komme ich dorthin? Ach, ey. Hier haben wir eine Flasche, ein Fächer, ein Schwert. Ich komme nicht an den Schlüssel. Was fehlt uns denn noch? Stange, hier ist was Längliches, aber das bringt mir gerade nichts. Hier hing mal ein Gemälde. Und diese Glühwürmchen kann ich mit einem Einmachglas einfangen. Ja, wenn ich mal eins hätte, ne? Was befindet sich in der Tasche? Eine Hupe. Was soll ich denn mit einer Hupe? Piratenflagge fehlt. Aha. Da stand da nicht Hupe? Naja, von mir aus ist okay. Ein Herzschlüssel. Ah, der gehört bestimmt schon mal hier rein, oder? Oder ins Herz natürlich. So, was haben wir noch? Hier war mal ein Gemälde. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch ein Gemälde brauchen. Wahrscheinlich. Ein Machglas. Was soll ich machen? Die da hinten fliegen lassen wahrscheinlich, denn da ist es düster. Da haben wir das Gemälde. Das kommt hier hin. Danke. Da haben wir den nächsten Schlüssel. Spinnweben. Komm weg. Spazierstock. Beim Fächer bin ich mir gerade nur noch nicht so sicher, was ich damit anstellen soll. Was haben wir hier denn noch? Ja, das ist klar. Und dafür brauchst du einen Fächer. Aha. Ja, okay. Tadadada. Süß mit der Kerze. Richtig süß. Möchte Madame ihren eigenen Atem nicht verwenden. Hier haben wir den Schlüssel. Und was war das noch? Ich gebe dir das einfach mal. Okay. Dann wechseln wir zu Richard. Tada! Oh, John, don't be silly. You're not going anywhere. You seem upset. This should calm you down. Was hat er Rachel angetan? Falls er ihr wehtut, wird er es bereuen. Ja, so weit musst du erstmal kommen, dann weißt du, du hast keine magischen Fähigkeiten. So ist das. Okay. Aber das brauche ich nicht hierfür, oder? Doch.
Was soll ich denn machen? Ach, das ist ein Labyrinth. Soll ich ihn da durchführen? Ach, wie schade. Wie schade, wie schade. Das geht leider nicht, aber... Komm mal raus. Vielleicht geht hier etwas anderes. Welche Bahn passt denn so, dass ich da hinkommen würde? Diese war das. So. Boah. Schwerfällig. Gut. War gar nicht so gruselig. Aber das ist gruselig. Behind this door is where Bluebeard experiments with dark magic. My son Nigel is in there, and they've drained so much blood that he can barely move. Please, you must help him. Ja, aber natürlich. Also, ob ich das muss, weiß ich nicht, aber wir werden es garantiert tun. Diese Barriere sieht ganz normal aus, aber ich glaube, sie ist verzaubert. Tja, das hilft uns leider noch gerade nicht weiter. Hier haben wir einen Handschuh und da haben wir Medizinfläschchen. Das können wir mit dem Korkenzieher öffnen. Ich habe gerade auf meine Aufnahme geguckt. Ich habe schon gedacht, alles gut. es ist fast vollständig von Wurzeln bedeckt. Ja, können wir da nicht irgendetwas machen? Dietrich. Dietrich, können wir hier mit dem Dietrich rein? Es gab auch schon schlechtere Ideen, meine Liebe. Zum Beispiel sowas. Gut, das klappt nicht. Und hier oben ist etwas. Der Schleuder. Sowas kann sie. Aber Kerzen auspusten, das funktioniert nicht. Ist hier noch mehr? Ah, danke. Gut, aber mit diesem werden wir uns jetzt erst im nächsten Part beschäftigen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Tschüssi.